Ja, aber dadurch, dass diese Speicherdinger so knapp geworden sind, So, ist und ja dann, damit also herzlich willkommen als zu The Vanishing PDF of jetzt Ethan beschaust, Carter boah, hättest du heute. dafür wahrscheinlich noch 40 Euro weniger bezahlt als jetzt Einen gerade. kleinen Stream. Ich hoffe, ich kann halt reden ein bisschen. Also kann eigentlich schon, aber ich merke gerade, wie ich halt seit einer Stunde oder so voll die Halsschmerzen kriege. Aber nicht schlimm. Lassen wir uns nicht von beirren. Und ich spiele ein neues Spiel. Dieses Spiel ist eine narrative Erfahrung und nimmt dich nicht an der Hand. Ethan Carter, I didn't know, but he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness Man reaching hört heute out for meinen me. Freund im Hintergrund, nicht wundern. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. Ich war To hier find Szene. Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Von mir zu verbergen. Ja, Ja, dafür und kommt damit nochmal Ethan herzlich ja auch willkommen extra. zu The Vanishing of Ethan Carter. Wir haben es da was. Hallo, Deswegen kommt er Kröte. ja Na, ich extra hoffe, es geht dir dazu. gut. Ja, wir spielen The Vanishing of Ethan Carter, weil ich wollte das Spiel mal näher bringen. Ich habe Mit es dem Setup, was du da damals, drin hast, 2014, kommst wann du es ja schon rauskam, habe ich es mit natürlich der gespielt und habe es zwischenzeitlich Anspielung mal mit so gut Jenny so hinbekommen, dass du separat dich halt dann gespielt, weil man einfach kann das Spiel nicht zusammenspielen. konntest. Wie gesagt, haben wir es nochmal separat halt gezockt Zwei bis und drei ich wollte Jahre das jetzt nochmal zeigen, weil das so Schätzungsraum schön ist ist, ja auch jetzt das auch Spiel. schon Oh, wie ist es? Ich bin jetzt auch Weile. mal klar. Die Cam hat sich gefangen. Ha. Ja, klar, aber. So. Und das Spiel ist so schön, auch von der Story her. Deswegen sage ich so, zwei bis drei Es Jahre hätte ich ist ein auf jeden Fall bisschen noch. auch, kann man sagen, mit Detektivarbeit so ein bisschen, ja. Ich finde es ganz nice. Und die Grafik dafür, dass es halt 2014 war, sie hatten ja jetzt nochmal dran gearbeitet, ein bisschen, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß Kommen ungefähr, halt was manchmal noch das für ein Updates Spiel raus. sein Jetzt nicht so viele, könnte. aber für das Alter entsprechend. Sie haben nicht viel dran gemacht, tatsächlich. Ja. Nochmal an der Grafik. Das heißt, es ist ein bisschen mehr First Person geworden. So ein a little bit, ja. Ja. Ansonsten ist die Grafik von 2014, also wo es halt rausgekommen ist. Ich bin vorgeschädigt von die Tage von Infliction noch mit der Ollen da, die dann auf mich zukam. Oh Gott. Schaut gut aus, ja. Okay, da haben wir schon mal einen Teil. Das sind immer so Erinnerungen. Und dieses Spiel ist auch so, dass man wird halt einfach reingeworfen ins Spiel. Man kriegt halt quasi keinen Hilfe oder sonstiges. Ihr müsst wirklich selber gucken, was ihr macht. So, das dauert mal weniger, mal länger. Aber das macht es gerade so interessant. So. Es ruckelt auch nicht. Nee, Ja, es ist das wunderbar. merke ich Alles auch. schön. Alles schön heute. Ich hoffe, es geht dir gut. Oder euch gut, eher gesagt. Ja. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Meiner war jetzt nicht so berauschend, aber gibt's schon mal was. Ich möchte euch mal was zeigen. Das ist so geil. Guckt's ja an. Dass das passt. Das gibt's wirklich nur in dem Spiel hier. Guckt dir den Ausblick an. Das ist so schön. Nö, bin krank. Oh! Was? Ja, deine gute Besserung. Mein Tag war so lala. Ich würde nicht sagen, er war gut. Er war auch nicht wirklich schlecht. Er war von beiden ein wenig. Aber nicht jeder Tag ist gleich. Lassen wir uns nicht von beirren. Ich habe vielen Leuten geholfen. Das ist das einzig Gute. Ansonsten bisschen produktiv, also produktiv war es auf jeden Fall, mein Tag. Das ist ja eigentlich immer oder fast jeden Tag. Dann kannst du jetzt auch die 16 nehmen. Und ansonsten
Nö. Ich hoffe, ansonsten ist mal alles gut bei dir. Ich habe mich schon gewundert. Ich habe mich gestern, saß ich da so vom Rechner und war extra mal pünktlich so. Ich habe gesagt, oh, ich muss mich jetzt beeilen. Gleich läuft der Stream von Kummerkröte. Und dann so, nee. So, aber nicht schlimm. Oh. Das war knapp. Weil da konnte ich mir schon so in etwa denken, dass du krank bist. Wäre jetzt die logische Schlussfolgerung gewesen. Wenn ich manchmal huste, dann tut es mir leid. Aber es kratzt etwas sehr im Hals heute. So. Also wir, kurze Erklärung, wir müssen kurz, könnte ich mir vorstellen, die Fallen, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, aufdecken. Das sind so ein paar. Wir haben jetzt zwei Stück. Entschuldigung. Wir haben nämlich unten, haben wir jetzt zwei Stücke, weil wir auch zwei Fallen gefunden haben. Ich sehe dann, was passiert. Ich hoffe, ich brauche nicht allzu lange, die zu suchen. Weil das ist immer so ein Teil, da habe ich immer ewig lang für gesucht. Wenn ich dann ewig lang nicht gespielt habe, muss ich immer suchen. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn man direkt alles findet. Wie gesagt, wir streamen so ungefähr. Also wir streamen halt... Ich wollte halt unbedingt streamen heute. Sag mal! Hilfe! Hilfe! Ja, komm, wir gehen kurz spazieren. Bäm! So, das ist der dritte Teil. Das heißt, wir brauchen noch ein Puzzle. Ich nenne es mal Puzzleteil. Oder zwei. Da ist die nächste. Fühlen. Wir fühlen die Falle. Okay, eine fehlt noch. Eine müsste noch. Eine fehlt noch. Also das Spiel ist wirklich cool. Es hat auch ein bisschen... Ich will nicht viel vorwegnehmen für die Leute, die es nicht kennen. Es hat auch ein bisschen Horrorcharakter. Es ist nicht wirklich ein Horrorspiel, aber es hat auch Horrorcharakter drin. Ja, klar. Aber nicht so, dass man sich jetzt permanent erschreckt oder so. Das ist nicht. Ja. Also auch kein Massaker oder irgendwas. Das jetzt nicht. Aber ich finde die Aussicht so mega cool. Das ist so cool gestaltet. Bedenke das Alter des Spiels. Ne? Sag ich immer. Und das dann schon so hin... bekommen zu haben. Ja, weil wir doch die Tage schon drüber gesprochen hatten. Ist schon schön. Gesagt. Ich könnte jetzt einfach stehen und einfach stundenlang gucken. Ja. Was machen wir jetzt natürlich nicht. Ja. Wir wollen ja ein bisschen was vom Spiel sehen. Wie gesagt, wir werden nicht allzu lang streamen heute. Aufgrund, dass ich nachher noch einer Freundin helfe. Und, ein Kumpel auch noch und vielleicht komme ich noch dazu, mal wieder was mit Jenny zu spielen heute. Das weiß ich aber noch nicht. Vorweg wollte ich schon mal sagen, Streams nächste Woche, wenn überhaupt, Wochenende. Ich bin sehr viel unterwegs nächste Woche. Ich bin Montag, Dienstag habe ich einen Probearbeiten, Dienstag, Mittwoch, bin total durch, Mittwoch, Vorstellungsgespräch, vielleicht Mittwoch, vielleicht Mittwochabend, das könnten wir vielleicht einrichten, wenn nichts dazwischen kommt. Also Montag, Dienstag fällt, ist kein Stream bei mir, ich wiederhole es nochmal, vielleicht Mittwoch. Der bleibt so. Ansonsten halt am Wochenende wieder. 47, 90 drin. Sehr viel unterwegs. Ja, letztens hatte ich ja Gespräch, hatte ich glaube schon erzählt, ja. War ganz gut. Das eine, da habe ich jetzt am 11. Probearbeiten beim Rechtsanwalt und das andere, da war ich auch. Ja,
Und die waren eigentlich, das war das Witzige, die waren eigentlich schon durch mit den Bewerbungen, so waren auch viele Bewerber da mit Probearbeiten und so bei der Rechtsanwalt, wie das so ist. Und sie waren eigentlich schon durch und dann haben sie mich trotzdem eingeladen, weil sie es so gut fanden und keine Ahnung, auf meine Persönlichkeit. Und dann kamen sie wirklich ins Grübeln, ne? Und dann haben sie gesagt, ja, wir melden uns auf jeden Fall. Wir haben auch gelacht oder so, aber das hat ja nicht immer was zu heißen, tatsächlich. Ich bin da sehr vorsichtig, was sowas angeht. Aufgrund Erfahrungen und wie gesagt, ich habe manchmal Lebenserfahrung, als wäre ich 40 oder so. Also ich habe schon viel Scheiße durch im Leben. Ja, ist eine andere Story. So, jetzt kommen wir mal zurück wieder zum Spiel. Wir brauchen noch eine Falle. Die ist wo? Ich war tatsächlich erst am Überlegen, ob wir weiter Uri spielen. Dann dachte ich mir, nee, Uri will ich mehr Zeit haben für, weil wir auch nicht lange streamen heute. Höchstens bis 8:30, maximal. Vielleicht sogar bis 9. Es kommt darauf an, wann die Freundin mir schreibt, dass sie halt dann Zeit hat, der ich helfen wollte. Und auch der Kumpel von mir. Deshalb muss ich da mal sehen. Ich bin ja immer für die Leute da, ne? Also, ob es Freunde sind oder halt nur so. Weiß nicht. Ist halt so. Jetzt brauchen wir... Wo ist die andere Falle? Ja, ist mir schon bewusst. Eins fehlt. Aber wo? Oh! Okay, Frage beantwortet. Aber keine Angst, Uri werden wir auch weiterspielen. Auch wenn ich dann wieder tausendmal fehle. Oh lol. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Das ist das Bild komplett. So. Okay. Und hier sind überall Totenköpfe. Ist hier etwa Magie am Werk? Ja, da kann man zur Not auch eine Mischung geben. Wer weiß. Lassen, sonst wenn lesen. Da ist ein Haus, das abgebrannt ist im Wald. Moment mal kurz, es geht sofort weiter. Ich muss kurz was trinken. So. Entschuldigung. Wir lesen. Überschrift ist Saft. Ich sag jetzt nichts dazu. Saft. Tag für Tag kam ein alter Mann in den Wald, um Saft von den Bäumen zu trinken. Um dorthin zu gelangen, musste der alte Mann an vielen gefährlichen Fallen vorbei. Wir sind der alte Mann. Ja, das sind alles Fallen. Entschuldigung. Die Dorfbewohner glaubten, dieser alte Mann würde ein Jade-Amulett im Wald verstecken. Doch der alte Mann wollte, dass die Dorfbewohner das glauben. Denn so würden sie im Wald nach einem Schatz suchen und nicht seinen Saft trinken. In einer kühlen Herbstnacht legte jemand ein Feuer im Wald, das sich bis zum Dorf ausbreitete. Der alte Mann entkam dem Feuer, indem er sich mit Saft bedeckte. Als er zum Dorf zurückkehrte, fand er nur noch die Knochen der Dorfbewohner. Ja, ja. Der alte Mann setzte sich hin und weinte. Dann fand er noch mehr Saft. Ja, okay. Akzeptieren. Wollen Sie das akzeptieren? Das kann es nicht bringen. Spiel? Jetzt. But Grant, I wrote something for you. That's real nice. Thank you. Just leave it. I'll read it later. Okay. Wie gesagt, das Spiel speichert Szene. Wie gesagt, das Spiel hat eine Story.
Ich will nicht so viel vorwegnehmen. Ich kenne das Spiel ja schon. Ich finde es immer schön, wenn man das Spiel zeigt und dann der andere sagt, boah, das ist voll cool, das gucke ich mir auch mal an. Darum geht es ja eigentlich auch. Oder mir geht's so. Ein Zeitungsartikel. Okay. Ein Toter bei Hausbrand von Jeff Jomu. Ja, Jomu. Bayfield County. Mittwochmorgen wurde ein historisches Haus in Red Creek Valley durch ein Feuer beschädigt, so die Feuerwehr von Bayfield County. Eine sechsköpfige Familie schlief auf der Brand, als der Brand in dem abgelegenen Haus in der 46 Old Ocean Road in Creek Valley ausbrach und früher Albert Vandegrift gehörte. Gail Carter, 58, wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die übrigen Familienmitglieder konnten entkommen. Carters Ehemann Edwin, 62, erzählte den Ermittlern, er sei womöglich mit einer zu angezündeten Zigarette in seiner Hand eingeschlafen. Idiot. Feuerwehrleute wurden um 1.22 Uhr am Unfallort geschickt und verbleiben dort bis Mittwoch um etwa 5 Uhr. Alter. 4 Stunden später kehrten sie zum Anwesen zurück und Glutnester zu löschen, die wieder entfachten. Beim Entstehungsbrand half die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ashland. Der Rettungsdienst von Mashville war am Unfallort in Bereitschaft. Wieder da, musst du kurz weg. Ja, WB, hallo. Ist ja kein Problem. Wir haben jetzt auch nicht so viel gemacht. Also wir haben jetzt wir haben dieses Puzzle vollendet, ja. Also dieses, ich nenne es immer Puzzle, damit man weiß, was es ist. Ja, dann hatten wir hier die Notiz. Ich zeige dir nochmal ganz kurz. Na, mit dieser Story. Ich lasse die kurz offen, weil ich habe die schon mal gelesen. Genau. Und dann hatten wir das mit diesem Waldbrand. Diesen Dings. Das haben wir auch gerade vorgelesen. So. Gut. Ansonsten haben wir noch nichts gemacht. Jetzt geht's irgendwie weiter. Wie gesagt, man muss immer selber gucken, was macht man jetzt als nächstes? Was macht mehr Sinn? Wir gehen einfach mal hier hoch. Ist hier noch irgendwas? Der Musik nach zu urteilen, sind wir richtig. Also ich weiß es manchmal nicht, ne? Was? Du musst es nicht unbedingt für mich wiederholen, da ihr es mir auf YouTube noch einmal anschaut. Ja, nee, ich mache das automatisch immer so. Alles gut. Aber ja, ich weiß, was du meinst. So. Haben wir hier noch? Was für eine Blumen. Ist schön hier. Können wir nicht einfach hier bleiben? Es ist so. Es ist so scheiße still. Wir müssen zur Brücke jetzt hinten, glaube ich. Ich wollte mich aber eben nochmal hier umgucken. Da waren wir schon. Da sind wir ja hergekommen. Und hier ist zu. Durch den Tunnel kamen wir ja her. Das heißt, da, das fällt ja schon mal weg. Das heißt, wir gehen jetzt hier über die Brücke und wir können sprinten. Oh mein Gott. Red Creek Valley. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet. And nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Es geht um die Carter-Familie. Das Spiel schaut gut aus. Ja, ist es. Es ist, also definitiv. Also später wird es auch noch mehr ins Detail. Ich kenne das ja schon. Aber da habe ich, also ich muss das jetzt einfach mal sagen, die Erzählerstimme ist richtig cool. Ich mag die in dem Spiel. Das passt halt richtig gut zur Atmosphäre. Und auch hier, guck dir das an, ne? Das ist so cool. Und man muss halt bedenken, also ich spiele auch schon manchmal so richtig alte Spiele, so auch vor meinem Jahrgang noch.
Man muss die Entwicklung einfach mal beobachten. Das kennen halt viele schon gar nicht mehr. Und wenn ich mir das Spiel jetzt angucke, das ist von, habe ich ja gesagt, 2014, also 2012, 2014, so in der Spanne. Ich weiß es nicht mehr genau. Und die Grafik ist von da. Die Entwickler haben sich halt wirklich schon alles rausgeholt aus dem Spiel, was geht. Und das finde ich halt echt cool. Dass man auch diesen Entwicklungsschritt von damals bis jetzt sieht, ne? Das kennen ja viele schon gar nicht mehr. Und ich rede schon wieder zu viel. So. Gut, gehen wir mal weiter. Ich weiß natürlich nicht, ob das hier so gut ist, hier rüber zu laufen, ne? Also. Vor allem auch diese Details mit dem Staub und sowas. Richtig. Ich weiß nicht, wie das jetzt da ist. Das ist schon cool. Ich zeige noch die Seite. Ich finde das so schön. Oder was hatten sie nicht alle noch? Ach. Ich habe das früher tatsächlich gemacht, da habe ich das Spiel durchgespielt. Und immer wenn ich so, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein Spiel brauchte, wo ich so die Ferne blicken kann, habe ich immer das Spiel gespielt und habe einfach da durchgeguckt. Ja. Zweite Sache mache ich. Blut. Untersuchen. Blut. Tier. Mensch. Unfall. Mord. Kurbelwelle. Frische Kratzer. Kürzlich benutzt. Kurbel. Finde die Kurbel. Ja, wir müssen die Kurbel finden. Betreten. Gestern war es ein Golf 1 Cabri. Wir haben auch extra wieder ein neues Spiel angefangen, damit ich halt wieder das auch zeigen kann. Das ist so, ich hab's irgendwie vermisst, das ist so cool. So, wir brauchen die Kurbel, weil hier geht eh nichts. Ich wollte nur gucken, ob hier irgendwas liegt. Das ist übrigens das Spiel, was ich letztens im Stream meinte, also wenn ich ihn auf Even Karte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ja, ja, ein ganz alter, einer von den ersten. Geh mal eben hier gucken. Da ist nix. Und hier muss ich auch nochmal sagen, falls ich mal nicht streamen sollte, geht auf jeden Fall bei Kummerkröte vorbei. Super authentisch, macht das wirklich super, bringt guten Content und er ist auch er selber. Also schaut gerne mal da vorbei und lasst auch gerne mal ein Follow da oder sonstiges. Und nein, das ist keine Werbung, sondern meine ehrliche Meinung. Es ist immer traurig, wenn man das schon immer sagen muss. So, was ist hier passiert? Oh, hier sind abgetrennte Füße. Rest der Leiche? Blutspur? Opfer, weggezerrt, weggekrochen. Abgetrennte Beine. So, das heißt, wir haben einen Hinweis entdeckt. Und ja, wo ist der Rest? Da. Blut von Beinen. Blut von? Gebrochener Schädel. Todesursache. Blutverlust. Kopftrauma. Berühren. Ist noch zu schwach genug. Ganz kurz dieses, mit dieser... Ja, in dieser Blase, das ist immer, das sind, also wir haben halt auch so eine Fähigkeit und wir sehen halt, was in der Vergangenheit passiert ist, wenn wir genug Hinweise haben. Was? Immer diese Werbung? Nein, ich habe gesagt, das ist keine Werbung, ich habe gesagt, das ist meine ehrliche Meinung und die darf ich sagen. Ha, so. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz untersuchen. Benzin, Diesel. Fallen gelassen, unvorsichtig, in Eile, absichtlich. Kanister. Vertrocknetes Gras. Keine Sonne. Rechteckig, rechteckig, rechteckig. Lok von der Brücke. Wo ist die Lok? Die ist dahinter. Entschuldigung. Also wenn das nervt, wenn ich das so vorlese, bitte sagen. Nee, deswegen sage ich also, jeder sieht das auch wieder anders.
Was ist hier? Untersuchen. Stein. Abdruck in der Erde. Frischer Schmutz. Wo ist der Stein? Okay, vielleicht... Also wir brauchen den Stein und wir brauchen die Kurbelwelle. Die Musik ist auch cool zum Spiel. Tatsächlich, es passt von der Atmosphäre her. Okay. Was? Schildkröte? Warum? Was denn? Was denn jetzt? Hier war irgendwo ein Stein. Wo ist der? Wo würde ich einen Stein hinlegen? Müsste jetzt mal wieder Täter denken. Der Täter hat ihn ja umgebracht, ne? Wahrscheinlich. Und mit der Lok die Beine abgetrennt und hat ihm wahrscheinlich vorher einen Schlag auf den Kopf gegeben. Oder halt, ne? So halt. Oder halt später. Wo würde man den Stein vergraben? Oder wegschmeißen, ja gesagt. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht am Wasser, dass da vielleicht die Kurbelwelle ist. Weil das muss ja schnell gewesen sein. Er ist wahrscheinlich dann noch gekrochen. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, vielleicht die Kurbelwelle ins Wasser. Warte, vielleicht ins Wasser werfen. Vielleicht unten liegen lassen. Dass sie halt unten irgendwie am Abgrund geflogen ist. Das gucken wir jetzt mal. Vielleicht ist es ja wirklich so. Ich habe es wirklich auch alles nicht mehr in Erinnerung. Es sind nur so ein paar Bruchstücke nur noch. Deswegen ist es quasi ganz neu, so wie für euch auch. Schauen wir mal. Ah, sieht so schön aus der... Entschuldigung. So. Okay, ist hier irgendwas? Nee, ist es auch nicht. Da, guck mal. Wir haben die Kurbelwelle gefunden. Ich könnte mir halt vorstellen, dass er die hier runtergeschmissen hat. Es war richtig. Es war jetzt nur eine Theorie. Ich habe keine Ahnung. Weil er muss ja schnell die Beweise verschwinden lassen. Deshalb kam ich auf die Idee. Also ihr müsst halt wirklich auch manchmal so Sachen in dem Spiel wirklich selber überlegen, weil ihr werdet halt reingeschmissen, ihr müsst halt gucken, was macht Sinn, was könnte eventuell sein, ein bisschen jetzt von mir aus philosophieren. Okay, das heißt... Schau mal eben hier hinten noch. Was ist hier? Auch wenn das jetzt ein bisschen Vorgeplänkel ist tatsächlich. Ich finde es auch nicht mal Vorgeplänkel, das ist das falsche Wort. Aber später ist es halt wirklich... Es wird richtig spannend nachher. Und ja. Mehr will ich halt nicht sagen, weil sonst spoilere ich zu viel. Das möchte ich nicht. Ich kann nur sagen, probiert selber mal aus. Okay, wir brauchen den Stein noch. Auf die Suche nach dem Stein. Tatsächlich nicht. Hier ist ein alter Bahnhof. Ne, hier müssen wir noch nicht hin. Ne, ist zu weit. So viel Zeit hätte er auch gar nicht gehabt. Und wir haben ja auch keine Fußspuren und nichts.
So, Bahnhof hätte ich auch gern, wo ich da einsteigen muss. Das ist cool. Hat jemand vielleicht eine Idee? Also was habt ihr so für Theorien? Oder was habt Theorien? Was habt ihr für eine Idee, wo der Stein sein könnte? Ja. Jetzt einfach mal miträtseln. Ich finde das immer interessant, wenn die Leute miträtseln. Wenn ihr natürlich nicht wollt, dann ist das was anderes, aber ist ja auch kein Muss. Um Gottes Willen. Ja. Aber vielleicht. Sagt es so, oh, wieso geht sie nicht dahin? Du hast noch so eine. Stein. Wo ist der Stein? Die Tatwaffe quasi. Na nö, was ist das? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ja, Stein, ich weiß. Der Stein. Geht einem sowieso nie die Munition aus. Spiel nebenbei WF. Ach, cool. Viel Spaß dabei. Auf jeden Fall. Und, ja. So. Die Frage ist... Also die Kurbelwelle war ja schon mal richtig, unser Verdacht, ne? Den wir hatten. Dass sie da unten ist. Das heißt, er wollte wahrscheinlich ins Meer schmeißen, ist aber nicht dazu gekommen und hat verfehlt. So. Jetzt brauchen wir nur noch den Stein. So, nehmen wir mal an. Jetzt kommt der kleine Theoretiker raus, ne? Beziehungsweise Philosoph. So, der ist mit der Lok über ihn gefahren, ja? Die Füße... Sie hat... Nehmen wir mal an, die hatten einen Streit. Wie gesagt, ich mache auch nur eine Theorie. Nehmen wir an, die hatten einen Streit. Er ist mit der Lok drüber gefahren, dass die Beine abgetrennt wurden. Er konnte sich noch drüber ziehen und ist bis hier gelaufen. Bis hierhin. Und dann hat er ihn... noch einen Stoß auf den Kopf gegeben. Und da war er endlos tot. Also der wäre sowieso verblutet, aber er hat ihm noch quasi nachgeholfen. Das wäre jetzt meine Theorie. So. Das heißt, die Kurbelwelle hat er wahrscheinlich gedacht, die schmeiße ich da ins Meer. Aber wo hat er den Stein hingetan? Das ist natürlich... Ich meine, er kann ja auch nicht weit vom Tatort entfernt sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil er musste ja schnell machen. Ich meine, das wäre eine Theorie, die Sinn machen würde. Aber ich weiß nicht. Untersuchen. Zerschnittene Fesseln. Aufgeschnürt, gebunden. Kein Blut. Seil. Wir gehen mal weiter hoch. Können wir vielleicht da hochgehen? Warte mal. Ach, hier ist schon Ende. Da vielleicht liegt er hier oben irgendwo in der Böschung. Also geht. Gute Frage, nächste Frage. Wie gesagt, das kann jetzt ein bisschen dauern. Aber das Spiel ist auch nicht ein Spiel, was du 0815 spielst. Das macht man nicht. Das Spiel ist halt wirklich so, du wirst reingeschmissen und komm, guck, dass du klarkommst. So. Du musst halt wirklich mit Sinn arbeiten. Oder spielen, tatsächlich. Kann man ja, das kann man sagen, ja, das kann man sagen. Dass es auch verständlich ist. Okay. Gehen wir mal hier nochmal gucken.
Gestein kann nicht so weit sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder doch weiter hinten in den Wald hinein. Also hier ist er auf jeden Fall nicht. So, wir können hier auf jeden Fall schon mal die Kurbelwelle drin machen. Wartet. Das können wir schon, das können wir schon mal machen. So, wir haben jetzt eingeschaltet, jetzt müssen wir kurbeln. Wie ganz früher das so war, ne? Kennen die meisten ja auch schon nicht mehr. So, jetzt läuft das gute Ding und dann ab. Ab geht die wilde Fahrt. So, einmal zurückfahren. Noch ein bisschen. Wir müssen den Tatort ja wieder inszenieren, wo die Lok steht. Ich muss halt genau darauf fahren. Ich glaube, das reicht schon. So, machen wir wieder aus. Ich stehe jetzt genau drauf. Ja. Ja, wir stehen genau drauf. Deswegen die Musik. Sehr gut. Beende 5 billige Missionen. Gut. Genau. Jetzt brauchen wir nur noch den Stein. Schauen wir mal, berühren. Ja, es ist fast soweit, aber wir brauchen den Stein. Und ich baue gerade um. Also das Einzige, was mir einfallen würde, ist hinten nochmal in den Wald zu gucken. Weil hier war nichts, unten war auch nichts. Ja, wir haben ihn gefunden. Wir sind dran vorbeigelaufen. Da ist er. Der war genau hier an der Böschung. Genau hier neben. Oh Mann, ey. Manchmal sieht man es halt auch nicht, ne? Also manches, dann denkt man sich so, hä, hat der das jetzt nicht gesehen? Aber wenn du so im Spiel vertieft bist und denkst, der muss ja weit weg sein. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Hier ist der Mord begangen und legt ihn einfach da an den Baumstumpf. So wie sie auf dem Präsentierteller, da denkst du ja nicht dran eigentlich. So. So, jetzt haben wir den Stein. Endlich. Ju. Und, Eltern sind kampfbereit und klagewillig. So. Und jetzt wieder. Jetzt haben wir's. Oh, das Spiel hängt. Heute nicht ganz so, ne? Also eigentlich in das Spiel nicht, aber irgendwie... So, jetzt. Da sind wir wieder. Okay, das sind die Erinnerungen, quasi. Und das habt ihr oft in Spielen, da müsst ihr immer zuordnen, 1, 2, 3, 4, 5 oder so, was ist jetzt zuerst passiert oder so. Das finde ich ganz interessant eigentlich. Das hat man selten in Spielen. So, wir sind jetzt quasi in der Erinnerung. Mhm. Hier ist am Zug. Das ist unser Bruder wohl. Also, das sind ja die Carters, ja. Das ist eine ganz große Familie. Das ist unser Opa. Und wenn man die Vorschau mitbekommen hat, ist ja mit dem Dämon oder so, der Leute einnimmt oder sowas. Und er glaubt, das ist halt seine Familie befallen hat. So. Wir sind ja auf der Suche nach unserem kleinen Sohn, der das anscheinend verursacht hat oder so. Der auch Kräfte besitzt. Eigentlich gute Kräfte, aber sie glauben, weil die von Dämonen befallen sind, ja, er muss sterben.
Dieser kleine Junge, um den geht's eigentlich. So, waren das alle Erinnerungen? Okay. Ne, unten ist noch eine. Die hat er eben nicht registriert. Okay. Noch eine? Naja, ganz zum Schluss muss noch eine sein. Genau, wo der Stein abgelegt worden ist. Oder geholt worden ist. Chronologie, genau. Moment, lass mich mal kurz gucken. Gib mir eine Sekunde. Das würde ich sagen, ist... Es hängt heute so oft. Was ist denn los? Also das Spiel an sich, nicht der Stream. Nee, es ist nicht eins. Ich würde sagen, das ist drei. Das ist... vier. Das ist... Kann sein, dass ich gleich noch ein bisschen wechsle. Das hier ist auf jeden Fall eins. So. Wo er einen auf den Kopf kriegt. Sieht zumindest so aus. Ich habe gerade keine Energie. Nee. Guck den ja so vorwurfsvoll an. Da müsste das hier 3 sein, glaube ich. So, pass auf. 3. Das müsste es... Der nimmt den ja weg. Richtig? Ich gucke jetzt einfach mal. Warte mal. Ist sowieso falsch. Das weiß ich. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. Dämon. He is forever. Gut, das eine ist schon mal richtig. Pass auf. Travis. Das ist nicht 2, das war mir schon klar. Dann ist das 2. Oder nee, warte mal. Das ist 3. Mal 3 machen. Oder? Nee, es könnte 3 oder 2 sein tatsächlich. Dann ist es 2.
5, 6. Das müsste richtig sein. So. Dann holt er sich ja vorher den Stein, um ihn zu erschlagen. Visualisieren es mal. Gucken, was rauskommt. Das war jetzt schon mal richtig und es hängt ganz kurz. Es will heute nicht so ganz. Huch, so. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Es ist richtig. Das war 2. Honey, I wish there was another way. Ja, er geht auf ihn zu. Fuck, es war nicht falsch, es war nicht richtig. Okay, die sind schon mal richtig. Es gibt keinen anderen Weg. Gut, dann ist das 3. So. Das ist 4, das ist 5. Das... Okay, wir hatten 1 falsch. Gut, visualisieren. Jetzt müsste es richtig sein. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Mhm. Das ist schon mal richtig. Das war ja auch richtig. Das hatten wir ja schon richtig gehabt. Boah, ist der Typ nervig. Genau. Gail. Honey. Gail war seine verstorbene Frau. So, dann weiter. Das Spiel hat's aber heute, ne? Ganz kurz, also ich muss es mal sagen, das Spiel hängt uns nicht. Es läuft auch eigentlich sonst alles super. Momentan ist so eine Sache. Okay, jetzt kriegen wir das Gespräch. Die nennen ihn Dämonenschläfer. Oha. Genau. Jetzt ist es richtig. Das müsste jetzt richtig sein. Er geht in Sicherheit. Genau. Und die Familie hat halt aufgrund Ethan irgendwie... Alter! Hat die der Dämon befallen. Travis, close your eyes. Ja. Das ist also passiert. Also wir hatten es eigentlich schon richtig, bis auf das eine. Alter Falter. Ruhe in Frieden. Ist weg. Okay, das haben wir abgeschlossen. Entschuldigung. So, weiter geht's. So, das haben wir jetzt abgeschlossen. Dann gehen wir mal hier lang, durch den Wald. Was ist passiert? Also sind wir in der Realität zurückgekehrt. Welcome back. Und was ist das die ganze Zeit für ein Geräusch? Ja, abgezählt. So. Moment. Genau. Wir folgen den Geräuschen. Schon mal nichts. Gehen erstmal ganz oben hin.
So. Wow. Boah, ist das schön. Gänsehaut. So. Haben wir hier irgendwas? Nee, da ist aber nix. So. Ist hier irgendwas... Ich dachte, das wäre ein Zeichen oder so. Ist aber nur Stroh. Ich mag wirklich auch die Musik sehr gern von dem Spiel. Ich finde die Musik ein bisschen Mystery. Wisst ihr, wie es euch geht? Ich finde die cool. So. Wir folgen dem Geräusch. Keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Tendenziell aus Horrorspielen? Nein, niemals das Geräusch folgen. Da. Leute, was ist das? Warte. Okay, warte. Hallo? Mr. Astronaut, bleiben Sie stehen! Hey, what the fuck? Wo ist er? Ich glaube, ich tue mal das. Da hinten. Hey, Dude. Hast du dich wieder selber gesprengt? Warte, wo willst du hin? Was willst du mir zeigen? Wo willst du hin? What? Das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, stimmt. Das war halt so, lol, was mache ich hier? Und jetzt kommt eine coole Szene, bitte gucken. Wir fliegen jetzt in den Weltraum und du denkst halt wirklich so, du spielst das Spiel und es hat eigentlich gar nichts mit der Story zu tun. Jetzt guck dir das bitte an. Guck es dir bitte an, es ist so cool. Genau auf diese Szene habe ich gewartet. Das ist unfassbar cool. Wir fliegen gerade in den Weltraum. Du bist halt voll mittendrin. Das ist voll geil. Und denkst du so, what? Das hat doch gar nichts mit dem Spiel zu tun eigentlich. So ein bisschen.
Aber ja, es ist halt Mystery, das Spiel ein bisschen. Das ist so cool. Guck's dir an. Das ist so hammercool. Bedenk mal bitte das Alter des Spiels. Das stimmt einfach alles beim Spiel. Die Story stimmt, die Atmosphäre stimmt, die Grafik stimmt. Du kannst nicht meckern, das ist mega cool. Erstmal kann man sowas auch normal sagen. Das ist schön. Man muss hier nicht anfangen, direkt rumzuschreien. Das ist mega, mega schön. Wo bist du denn? Da oben. Ich schwebe. So. Ah, okay. So, aber wie cool das einfach ist. Hallo? Ach, lesen. Fangzähne. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen, wie die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem das Feuer noch immer brannte. Als das orangefarbene Licht erlosch, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau, ein helles und reines Blau, das das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren. Deshalb verfolgte es tiefer in den Wald. Und die Bestie war jetzt der Astronaut, der da hingelaufen ist. Und wir haben den ja verfolgt. Jetzt müssen wir hier akzeptieren. Stories, stories, always with the stories. Get out! I read the Fangs one. I liked the Beast. At least he gets to leave this goddamn place. Jetzt sind wir wieder außen im Weltraum. Jetzt sind wir wieder hier unten. Aber wie cool diese Szene. Also ihr müsst das ja nicht immer alles wortwörtlich nehmen. Was sie sagen. Es macht halt schon Sinn, aber es ist halt in einer anderen Sprache, weil Ethan das in seiner Sprache halt schreibt. Die Bestie war jetzt zum Beispiel der Astronaut, war damit gemeint, so halt. Und mega cool. Es ist mega cool. Du hast halt auch so Elemente drin, wo du denkst, what? So. Lesen. Haben wir ja schon gelesen. Ich habe gedacht, das wäre jetzt was anderes. Aber mit dem Weltraum einfach, das ist mega cool. Abstruse Geschichten. Amerikas beste Science Fiction. Januar 1964. Mit Yellow Hits of Mars von Douglas Spaulding. Sowie Julian West, Michael Arden, Clarence Gresley und viele mehr. Travis in Einstellung Homo Fürst. Ja, unser älterer Bruder, ne? Der dachte immer, hier, was machst du denn da? Der eben überfahren worden ist. So. Gehen wir mal weiter. So. Ja, und ich hatte dann auch überlegt, den Typen zu sagen, ja, du siehst aus wie fast 70, verhältst dich aber wie 5. Jetzt gehen wir mal weiter. Ach, die Musik! Ach, Entschuldigung, ich freue mich ein bisschen. So. Ja, 2 von 3. Jetzt gehen wir nämlich hier lang. Wie gesagt, wie alle Streams landen die auch wieder auf YouTube, auf meinem YouTube-Channel. Das heißt, wenn ihr irgendwas verpasst, könnt ihr es da wieder nachgucken, wenn ihr wollt. Ja. No trains have been through here for a long time. Das ist richtig. Hat die Erzählerstimme. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become, and then remain, the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Ich finde die Erzählerstimme mega cool. Aber das könntest du auch. Guck mal, Kröte, du hast die Stimme dazu.
So. Hier ist nichts. Wie in jedem Spiel will ich natürlich wieder alles mitnehmen, was geht. In dem Sinne irgendwie, wenn es Secrets gäbe oder so, die alle mitzunehmen. Gibt es, soweit ich weiß, in dem Spiel nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, dann gehen wir mal weiter. Können wir da rein? Nee, können wir nicht. Schade. Hm, da geht's noch weiter. Ich schaue mal eben hier noch. So. Da ist aber auch nichts. Ne, okay. Dann gehen wir wieder unten Richtung Gleise. Und jetzt geht's in die Stadt. Einfach mal wirken lassen. Oder hier. So schön einfach. Wie gesagt, wir werden jetzt auch nicht mal allzu lange machen, weil ich sehe gerade, wir haben schon wieder 9. So schnell geht die Zeit wieder rum. Weil ich ja sagte, dass ich leider nicht so viel Zeit habe heute. Vielleicht, ja gut, ich glaube nicht, dass ich heute Abend, also nochmal später, nochmal streame. Ich glaube, das wird dann zu spät. Weiß nicht genau, morgen ist Donnerstag. Vielleicht morgen Abend, aber das weiß ich noch nicht genau. Ansonsten halt die Tage wieder. Montag, Dienstag, wie gesagt, kommt kein Stream. Ich denke mal, ich muss halt gucken, was halt noch so ansteht und was, wenn was dazwischen kommt. Vielleicht Donnerstagabend, dann schauen wir mal. Ihr seht's ja. Aber ihr wisst ja, dass meine Streams immer sehr spontan sind. Da hat so einen minimalen Ruckler drin, ne? Sehe ich gerade nebenbei. Und beim Großen und Ganzen ist es eigentlich okay. So, jetzt sind wir hier in der... im Dorf. So. Jetzt schauen wir mal. Gehen wir mal hier gucken, was wir hier so haben. So ein Fachwerkhaus, ein altes. Sieht auch sehr cool aus. Cool designt. Wie man es halt kennt, ne? Ich finde es auch sehr liebevoll designt tatsächlich. Man hat sich halt auch sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das sieht man halt. Genauso wie hier diese, ne, diese Kleinigkeiten, halt dieses ins Detail, nenne ich mal, lesen. Ich beschwöre den Knochenlosen, den einen der Leeren, den Zerstörer der Schiffe und den, den die Winde fürchten. Hört mich. Großer Gesandter Focula, ich möchte einen Pakt mit euch schließen, um meine Feinde zu verwirren und meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List und gewährt den, nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aglon, Tetragam, Vashion, Stumulaton, Etzfarist,
Tetra... ich hätte fast Tetrapack gesagt. Ich bin so durch. Tetragrammaton. Ulleram, Irion, Estion, Extion, Eriona, Onera, Orasim, Musim, Misiams, Sota, Abanul, Sabawat, Sabawot, Odai. Amen. Okay. Ja, kann ich nicht alles gut aussprechen? Da hat es wieder rausgehauen. Moment. Geht sofort weiter. Ja. Jetzt gerade habe ich aber, du so dabei bist, noch die... Und jetzt kommt eine Szene, die ist ein bisschen komplexer. Ist auch wieder Erinnerung, ne? Aber hier durch. Richtig. Ihr müsst immer die richtige Tür wählen. Richtig. Wenn nicht, macht es wieder... Ihr müsst alles von vorne machen. Okay, okay, okay. Hier durch. Das war schon falsch, siehst du? So, Moment, wir fangen hier an. Mhm, das ist richtig. Ihr müsst dann immer den Zettel lesen und von neu beginnen. Ich würde sagen, das ist aber ein guter Spot, um zu sagen, dass wir mit dem Stream aufhören. Für heute. Wenn das gewünscht ist, spielen wir das Spiel natürlich weiter. Wir haben natürlich noch ein paar Projekte, wie Ori, Beyond Two Souls müssen wir auch nochmal weiterspielen. Dann Outlast müssen wir auch nochmal spielen. Stardew Valley mache ich nur nebenbei. Das habe ich letztens angefangen im letzten Stream. Das war vorgestern. Einfach mal so entspannten Stream. Das machen wir nicht regelmäßig, sondern einfach mal, wir sagen, ja, das machen wir jetzt, ne, weil wir lustig sind. Nein. Und einfach mal ein bisschen ein stressiger Tag, weil das mal einfach was, ich nenne es jetzt mal Chilliges bringt. Und den Rest schauen wir mal. Das sind halt so nebenbei noch so Projekte, wenn jetzt zum Beispiel was mit Jenny spielen sollte. Ist das einfach nur so ein Projekt zwischendurch, dass man ein bisschen Abwechslung reinbringt. Mhm. Ansonsten, wegen Streams sind halt sehr spontan. Ich hoffe, dass sich das in naher Zukunft auch wieder normalisiert, endlich mal nach ein paar Monaten. Dass ich auch sagen kann, ja, an dem Tag kann ich dann auch mal 100% streamen, damit ihr wisst, aha, die streamt an dem Tag. Aber das ist momentan nicht so der Fall. Deswegen immer sehr spontan. Alles, wie gesagt, nächste Woche dann vielleicht... Kommt jetzt noch am Wochenende ein Stream. Da muss ich aber auch gucken. Und ansonsten denke ich mal Mittwoch, Donnerstag, nächste Woche spätestens kommt der nächste Stream wieder. Ja, ich danke fürs Zusehen und dabei sein und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Bis dann. Bye, bye.